finde es eh komisch, wenn Gras illegal ist. Warum gibt es dann so viel Zeug, was man legal kaufen kann, was ohne Gras überhaupt keinen Sinn macht? Long Pips. Ohne Gras wäre das einfach eine sehr lange Zigarette zum Teil. Oder Grinder. Also diese kleinen Gewürzmühlen. Also wenn du unterwegs mal frisch isst Oregano von deinen Tomaten. Überhaupt diese ganzen Grow-Läden, wo man UV-Lampen und Abzugsanlagen kaufen kann. Das ist bestimmt für den Fall, dass du deinen Kleiderschrank ausmistest und dann feststellst, da ist doch noch Platz. Da baue ich jetzt Tomaten an. Aber heilig. Ich verkraft uns wohl die Nachbarn auch was.